Morgen! Morgen! Na, gut geschlafen? Ja. Na, gute Nacht. Hallo, Lisa. Willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute hatten wir einen wunderschönen, lichtdurchfluteten Morgen hier im Van und haben es richtig genossen. So machen wir das eigentlich fast jeden Morgen, dass wir erstmal noch im Bett liegen bleiben und kuscheln alle zusammen. Und ja, heute zeige ich euch so ein bisschen, wie unser Leben im Van mit Baby so verläuft. Wir stehen hier an einem wunderschönen Plätzchen auf Lafcada, wo wir auch schon mal waren, beziehungsweise wir waren hier schon öfter in den vergangenen 3 Jahren unserer Reise. Und Ella und Freya gehen ja morgens immer auf ihren Walk zusammen und ich habe dann immer so ein bisschen Zeit für mich. Ich räume dann den Van auf. Ordnung geschafft und jetzt habe ich mich schon in meine Sportklamotten hier geschmissen. Ich werde jetzt ein bisschen meditieren und ein bisschen Sport machen draußen und dann ins Wasser gehen. Ich mache erstmal so eine kleine Morgenroutine für mich und dann gibt es so Frühstück und dann zeige ich noch, wo wir so die ganzen Sachen verstaut haben für Freya und was wir alles so extra dabei haben und was sich so vielleicht ein bisschen verändert hat im Vanlife, seit wir jetzt mit Baby reisen. Komm rein jetzt. So, okay, dann zeigen wir euch mal ganz kurz hier, wo wir leben. Unser Zuhause, also unser Van. Und dann zeige ich euch noch, was wir alles so speziell jetzt fürs Baby extra dabei haben. Das ist unser Zuhause. Und wenn ihr das nochmal genauer sehen wollt, wie es bei uns aussieht, dann haben wir hier eine Roomtour für euch. Da könnt ihr mal draufklicken. Also so eine ästhetische Roomtour. Die könnt ihr euch mal anschauen. Dann seht ihr genau, wie es bei uns aussieht. Unser Wohnraum, hier ist direkt unsere Küche, die lieben wir besonders. Hier haben wir auch noch Küchensachen und hier ist Kleiderschrank, hier ist unser kleines Bad. Und hier hinten unser Wohnraum und unser Schlafzimmer sozusagen. Das könnt ihr umbauen zu einem schönen großen Bett, das habt ihr heute Morgen ja schon gesehen. Unsere Tochter hat eine eigene Schublade und zwar ist das diese hier, die haben wir für sie freigeräumt. Hier haben wir eine Wickelauflage dabei, hier sind ihre ganzen Klamotten. Ganz wichtig, genug Spucktücher. Und hier haben wir Windeln und Feuchttücher. Unten sind meine Sachen drin. Wir haben übrigens nicht extra aufgeräumt, nur zur Info. Hier sind auch noch ein paar Sachen von ihr. Hier ist quasi ihre kleine Garderobe, da hängen wir immer so ihre Jacke hin. Hier haben wir noch so ein kleines Kuscheltuch. Und hier haben wir auch noch Stauraum für die Spucktücher, Schnalle und so weiter. So, hier in diesem Schrank haben wir 2 so kleine Anzüge für sie. Einmal so einen dünnen und so einen dickeren. Und dann haben wir da unsere Tragen. Eine habe ich ja gerade hier an. Und noch unser Tragetuch. Hier hinten haben wir noch so Beleder-Badezeug und eine Spieluhr und so ein paar Sachen von ihr. Schön hat es dein Kind. Gell? Hier haben wir noch so ein kleines Nestchen für sie dabei. Da können wir sie reinlegen. Sie passt jetzt übrigens schon fast nicht mehr rein. Man kann ja auch so eine Verlängerung dran machen. Aber die haben wir nicht dabei. Und 2 Babydecken haben wir noch dabei.
ein Babyhandtuch. Das hängt hier in unserer Dusche. Geht's direkt weiter hier zu unserer Sitzbank. Unter der Sitzbank, ich mach's jetzt nicht extra auf, unter der Sitzbank verstauen wir Windeln, Feuchttücher und alles, was wir so vorrätig eben dabei haben. Und Wäsche, by the way. Dann zeige ich euch noch unsere Babyschale. Und die verstauen wir immer hier vorne hinter dem Sitz. Die kann man so ganz flach machen und passt sie da wunderbar rein. So spazieren gehen. Das ist unsere Babyschale von Fritz Röber. So sieht unser schönes Zuhause von hinten aus. Hier hat Julius das wunderschön verkleidet. Und hier hinten drin haben wir noch ein wichtiges Accessoire. Und zwar. Warte, ja. Kriegst du raus? Ja. Ah ja. Was war das? Die ist jetzt ein bisschen dreckig, muss man sagen. Ja. Putzen wir dann immer, bevor wir das Kind baden. Natürlich. Ja, unsere aufklappbare Badewanne. Ja, was ich auch noch sagen wollte, wir hatten überlegt, hier oben noch einen Schrank einzubauen. Weil wir dachten, der Stauraum reicht uns nicht ganz mit Baby. Aber man muss sagen, wirklich, man braucht gar nicht so viel. Wir haben eigentlich alles dabei, was wir brauchen. Und wir haben uns quasi den schönen freien Raum gelassen und haben keinen Oberschrank eingebaut bis jetzt. Vielleicht brauchen sie irgendwann mehr Sachen mal, wenn sie größer wird, dann braucht sie vielleicht auch mehr Spielzeug. Aber ehrlich gesagt, was brauchen Kinder denn schon, oder? Wir sind ja da. Moped, genau. Bobbycar, Ding, das eine, Burg. Eine Lego-Burg. Ja. Ja, Leute, das war's dann erstmal schon. Das haben wir alles dabei. Was sich durch das Reisen mit Baby auch noch verändert hat, ist, dass wir viel, viel langsamer reisen. Wir machen jetzt quasi so ein bisschen Slow Travel. Ohne Baby waren wir meist sehr schnell unterwegs. Wir haben die Plätze immer recht schnell gewechselt und sind sehr viel gefahren. Es tut richtig gut, jetzt mal langsamer zu reisen und auch mal länger an einem Ort zu bleiben. Wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat. Wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Einblick geben in das Leben mit Baby im Van. Und wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Hunde Van haben ein neues Video veröffentlicht. Mhm. Auch wenn Hunde Van eigentlich gar nicht mehr so passt, aber irgendwie. Nee, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr uns empfehlen würdet, uns zu nennen. Weil Hunde Van war natürlich, als wir zwei alleine gereist sind. Mittlerweile sind wir ja zu viert. Mhm. Und lasst ein Like da, einen Kommentar und abonniert uns. Bis zum nächsten Mal.